Leute, einen besseren Fit könnte es nicht geben. Ja? Leute, das Ding sitzt hier so krass im Case. So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV. Und ihr seht schon, es geht heute um ein weiteres SFF ITX Gehäuse. Und zwar eines, das ich auf dem Kanal noch nicht vorgestellt hatte. Die Vorgängermodelle, also das Velka 3 und Velka 5, jeweils in einem etwas kompakteren Formfaktor, aber entsprechend auch den damit einhergehenden Limitierungen, sprich einem kleineren CPU-Kühler und einem Flex ATX Netzteil. Das Velka 7 hingegen, ja, mit 5,9 Litern, immer noch unter 6 Liter groß im Volumen, einfach enorm kompakt. Und dennoch kann es eine Grafikkarte wie hier zum Beispiel die RTX 3080 Ti Founders Edition ohne weiteres mit aufnehmen. Ja, also für alle, die die 3080 Ti nicht kennen, das ist soweit eine richtig schicke Karte, muss man ganz ehrlich sagen. Da hat Nvidia wirklich geniale Arbeit geleistet, das Ganze im Dual-Slot zu realisieren. Ja, mit 285 mm passen in das Velka 7 289 mm lange GPUs rein und damit war für mich eins ganz klar. Die 3080 Ti mit ihrer Leistung, ja, gerade im Bereich 4K, ist genau das, was ich im Small Form Factor portabel und griffbereit haben möchte. So, daher meine Entscheidung gewesen, ja, ich hole mir die 3080 Ti. Ja, als dann jedoch bekannt wurde, dass die RTX 4070 erstens ebenfalls eine Founders Edition bekommt und zweitens ebenfalls 12 GB GDDR6X spendiert bekommt, zu einem deutlich günstigeren und vor allem auch effizienteren, ja, und damit kühleren Gesamtsetup führen wird. Ja, ich habe die 3080 Ti hier an der Stelle verkauft. Die Karte ist top. Keine Frage, die 3080 Ti performt enorm krass, ja, auf Augenhöhe mit der RTX 4070 Ti. Ja, ihr hört es schon raus, die RTX 4070 wird nicht direkt an die 3080 Ti rankommen. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber eher mit der 3080. Aber entsprechend war es für mich soweit ein guter Kompromiss. Ja, denn wir verzichten hier nicht wirklich auf viel Leistung, sondern bekommen eher mehr Feature, die die neue Generation mit sich bringt, wie DLSS 3, ja, und den deutlich leistungsstärkeren RT-Cores. Also für Raytracing und zukünftige Titel ist, denke ich, die 4070 an der Stelle das rundere Gesamtpaket zu einem günstigeren Preis und gerade in dem Formfaktor. Ja, das Velka 7 ist klein und kompakt und 350 Watt, die die 3080 Ti hier von dem System abverlangen würde, die sind dort doch in den meisten Fällen, ja, was ich so von den Nutzern mitbekommen habe, ein bisschen zu viel. Ja, es funktioniert, keine Frage, aber nur weil es klappt, heißt es nicht, dass es gut ist. Und deswegen wollte ich ein leiseres und kühleres System am Ende des Tages haben, habe mich entsprechend für die 4070 entschieden. Jetzt aber zu dem Velka 7. Ja, das Velka 7 holen wir es erstmal kurz aus der Packung raus. Er kommt so zu euch und entsprechend, wenn ihr ein solches kleines ITX-System habt, ja, dann spielt der Punkt Portabilität, also das Ganze auch ab und an mal mitzunehmen, ja, von A nach B, eine große Rolle. Ja, das Ganze nimmt natürlich auf dem Schreibtisch sehr, sehr wenig Platz weg, ist minimalistisch und sieht gut aus. Aber für mich ganz klar der Punkt, dass ich das Ganze eben in meinen Rucksack nehmen kann, im Koffer entsprechend mobil mal von einem zum anderen Standort mitnehmen kann und dabei eben meinen Desktop habe. Ja, nun könntet ihr das Ganze natürlich auch in dem Originalkarton so irgendwie immer transportieren, aber das Ganze ist natürlich eher unschön. Ja. Entsprechend, ja, haben wir hier das Case, gerade erst frisch bestellt. Ja, und in diesem PC werden wir entsprechend mein eigenes System 2023 aufbauen. Ich hatte lange Zeit lang ein System mit einer RTX 3060 Ti in dem Dentium 4, entsprechend auch enorm kompakt, portabel verbaut, nur ist eben die 3060 Ti bei Weitem nicht so performant wie zum Beispiel eine 3080 Ti. Das muss man ganz klar sagen. Und gerade in puncto 4K und VR ist mir die Leistung einfach am Ende des Tages zu wenig gewesen. Nun kann man aber auch in einer bestimmten Größe nur bestimmt viel Hardware einbauen. Entsprechend mit dem Upgrade musste auch ein etwas größeres Gehäuse einhergehen und da ist die Entscheidung hier für mich auf das Velka 7 gefallen. Entsprechend, ja, von etwa 4 bis 5 auf 6 Liter hoch. Das ist, denke ich,
vollkommen vertretbar dafür, dass wir am Ende des Tages so viel Leistung verbaut haben. So, nun will ich das Ganze aber eben auch ab und zu transportieren. Und das Gehäuse, es ist einfach mega schick hier mit der Front entsprechend aus Aluminium. Es ist jetzt auch kein direktes Review zu diesem Gehäuse, sondern eher der Punkt, ja, wie bringe ich ein solches Gehäuse von A nach B. Da kommt für mich auf jeden Fall als erstes hier mein Daily Rucksack hier zum Einsatz. Ja. Da muss das Gehäuse rein, aber da einfach sozusagen das Ganze reinzuhauen, ja, das geht. Ja, aber ich will zumindest, dass das Ganze auch nach mehreren Monaten entsprechend schick aussieht und entsprechend auch auf dem Schreibtisch stehen kann und nicht an allen Ecken irgendwelche Macken bekommt. Und der zweite Einsatz, ja, ist für mich ganz klar entsprechend außerhalb des Handgepäcks im Reisekoffer, ja, dass das Ganze auch entsprechend ein bisschen was aushält. Ja, für mich ist das Thema Reisen und ITX SFF definitiv sehr, sehr wichtig. Ich nehme meinen PC eigentlich immer gerne überall mit hin. Ja, und für mich steht dieses Jahr auf jeden Fall eine etwas größere Reise an und ich würde euch gerne dorthin mitnehmen. Ja, was das Thema angeht, gehe ich jetzt erstmal nicht so weit in die Tiefe, aber wir werden unseren Koffer mitnehmen müssen und da soll mein PC rein. Ja, in den Rucksack könnte ich das Ganze natürlich auch unterbringen, aber sagen wir es so, das Ganze wird schon relativ schwer. Ja, und die meisten Airlines haben eben ein Limit bis, ich glaube, 7 Kilo. Und das ging noch gerade so. Mit dem letzten Setup der 3060 Ti, ein bisschen kompakter, kleiner, ja, ging es gerade so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir dann meinen Laptop und den PC in meinen Rucksack reinhauen, ja, dann wird es schon eher eng. Und tatsächlich will ich den PC im Koffer haben, ja, in meinem Rucksack entsprechend Laptop, ja, für unterwegs, dass ich auch arbeiten kann und mein Kamerasetup. Das passt hier in den Rucksack auch ganz wunderbar rein. Aber ich möchte eben die Flexibilität haben, auch mal meinen PC eben mit Rucksack, ja, für unterwegs mitnehmen zu können. So. Und dann hat sich mir die Frage gestellt, wie bewerkstellige ich das? Ja, und gerade wenn wir davon reden, dass ich das Ganze im Koffer mitnehmen möchte, ja, dann kommen wir an dem Thema Pelican Cases nicht dran vorbei. Ich habe jetzt hier ein paar solcher Transportboxen, ja, wasserfeste Hardcases rausgesucht, darunter ein etwas kleineres, ja, das von Lycus. Ja, und dieses Case ist auf jeden Fall soweit, ja, Premium, definitiv, kostet knapp 50 Euro, hat hier ähnlich wie die Pelican Cases entsprechend solche Push-Press-Laschen, die entsprechend hier dann sich öffnen lassen. Ja, so schaut das Ganze aus. Und ja, das Case als solches hat hier auf ganzer Linie hier bündig die Scharniere. Ja, das ist schon mal definitiv sehr hochwertig. Was wir hier direkt im Innern haben, ist, ja, ist schon mal, dass wir hier für diese Transportbox auch eine Umhängetasche, ja, also so einen Shoulder Strap uns besorgen können. Und das Teil, ja, verlinke ich euch, gibt es eben auf Amazon für knapp 50 Euro und kommt eben mit so einem Schaumstoff. Ja, dieser Schaumstoff lässt sich entsprechend hier rausnehmen, ist ein sogenannter Raster-Schaumstoff. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass wir hier solche Raster haben und die lassen sich rausnehmen. Ja, damit können wir das Ganze an die Hardware, die wir zu transportieren haben, gut anpassen. Dennoch kommt das Ganze auch eben hier mit oben schöner Polsterung im Deckel und unten entsprechend einer flachen Polsterung. Ja, und ich habe eben das Velka 7 ausgemessen und geschaut, hey, in was für eine Box kann ich das Ganze unterbringen? Und das eben so platzsparend wie nur möglich, ja, ohne zu groß aufzutragen. Das heißt, ich wollte eine Pelican Case ähnliche Box, die eben, ja, Leute, wie für das Velka 7 maßgefertigt wurde. Das Lycus, das hat tatsächlich sowohl nach links und rechts etwas Spiel, also hier und da, und nach oben etwas mehr. Das heißt, ja, das Ganze passt hier so weit rein. Und ja, ich habe hier eben auch ein paar Alternativen. Aber die zeige ich euch gleich. Jetzt erst einmal zu dem Lycus. So, schauen wir uns das an. Es hat oben eben den Schaumstoff, sprich es gibt hier oben definitiv nach, aber das Gehäuse wird fest umschlossen. Ja, wir drücken hier runter
zack, geht's rein. Und auf der anderen Seite, zack, geht's auch rein. Das Ganze ist wasserfest und Likes ist definitiv eine sehr, sehr hochwertige Firma, die das Ganze hier mit Druckausgleichventil und eben den sehr hochwertigen Laschen, der Möglichkeit, einen Trageriemen dran anzubringen, fertigt. Ja. So, jetzt gibt es aber auch entsprechend Hersteller, ja, wie zum Beispiel HMF steht hier drauf, aber diese Aussparung hier, ja, die haben sich viele Hersteller zu Nutzen gemacht. Denn das hier ist so die Basic-Aufbewahrungsbox, die ziemlich nach Plastik und Chemie riecht. Und die gibt es in unzähliger Ausführung. Beziehungsweise ist es immer dieselbe, ja, nur von unzähligen Anbietern. Ja. Die packen hier einfach ihr Label drauf. Das heißt, wenn ihr das Ding hier seht, ja, es ist egal ob 30, 40, 50 Euro, teilweise 80 Euro genehmigen sich hier manche hier die Marge, soweit eigentlich auch ganz nett, aber wenn wir uns das hier anschauen, ja, vom Plastik her, dann ist das Ganze hier definitiv nicht so hochwertig. Das ist auch eine neue gewesen, hat hier schon direkt ein paar Macken, okay, ist jetzt nicht so relevant, weil es soll ja den zu transportierenden Inhalt schützen. Entsprechend, ja, ist das Ding hier ein gutes Stück bulliger als das Likes, aber es wirkt nicht wirklich stabiler. Ja, das wirkt sogar ein bisschen dünnwandiger, aber es trägt dicker auf. So. Und wenn wir uns jetzt hier die Laschen hier anschauen, ja, dann ist hier dieser Push-Pull-Mechanismus nicht, sondern einfach ja, solche Clips aus Plastik. Und die sind auch so aus so einem Hartplastik. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn wir die hier über ein paar Jahre benutzen, dass hier sehr gut möglich ein paar Bruchstellen Potenzial haben, ja, gerade wenn das mal aneckt oder so. Wir haben zwar ja, die Möglichkeit, hier das Ganze mit einem Sicherheitsschloss zuzumachen auf beiden Seiten, ja, mit solchen Metallriemen verstärkt. Das können wir hier bei dem Likes auch, zwar nicht mit Metall verstärkt, aber ganz ehrlich, wenn wir hier ein Schloss dran packen, ja, und das jemand aufbrechen will, dann geht das hier genauso. Die sind ja nur hier drumherum. Ja. Es geht nur darum, dass wenn man nicht möchte, dass jemand das überhaupt erst öffnet, dass wir das schließen können. Und das geht hier eben auch. Und was ich hier schon sehe, ist, dass wir hier die Scharniere nur an zwei Seiten haben. Ja. Und ja, die Tatsache, dass das so einfach aufgeht, gefällt mir schon mal nicht. Und da seht ihr ja, hier die Scharniere. Ja, die gehen nur an diesen zwei Seiten. Und dann haben wir hier das Innenleben von diesem Koffer. Und ich habe eben gedacht, ja, der Koffer hat nämlich größere Außenmaße, dass er eben von innen mehr Platz bietet. Denn ich war mir nicht sicher, dass das Velka 7 in das Likes reinpasst und habe mir zur Not, ja, einfach um mal zu vergleichen, dieses Case hier besorgt. Jetzt haltet euch fest. Ja. Das Teil ist zwar physisch größer. Wir nehmen das Likes jetzt hier einmal kurz zur Hand. Wie bereits gesagt, hier den schönen Pushpin. Zack. Zack. So. Und wie bereits gesagt, wir haben hier ein bisschen Spiel. Wir haben hier nach links guten Zentimeter und wir haben hier nach rechts guten Zentimeter. Ja, und entsprechend werde ich auch gleich den Schaumstoff für das Likes soweit vorbereiten. Wirklich wie maßgefertigt. Ja, schaut euch das an. So, das heißt, wir können den äußeren Schaumstoffrahmen soweit intakt lassen und hier unten, da wo die Anschlüsse vom Mainboard sind und die WLAN-Antenne, ja, da können wir entsprechend den ersten Schaumstoff sozusagen dran lassen. Ja, damit wird das Ganze hier drin gut gepolstert sein zu der HMF-Box, ja, die eben von außen etwas größer ist. Ja, definitiv nicht so wertig aussieht wie das Likes. Und jetzt hauen wir das Teil hier mal rein. Es passt, Leute, es passt. So, und es passt auch ziemlich gut. Ja, nur eben viel zu nahe in meinen Augen an den Rändern. Da ist gar kein Spiel. Das hittet hier schon gegen. Ja, das heißt, die Seiten, die berühren. Wir haben zwar oben relativ viel Platz, ja, das bringt uns aber nicht so viel, denn
wenn wir hier gegenhauen, ja, wenn wir hier gegenhauen, dann haut es auch schon automatisch gegen das Gehäuse. Und das will ich definitiv nicht, gerade wenn wir das Ganze im zum Beispiel Koffer haben, ja, wo eben solche etwas ruppigeren Umstände herrschen können im Flugzeug. Das Ganze passt, ja, wenn euch vielleicht, keine Ahnung, der Preis, wie bereits gesagt, kostet etwa so 30 bis 40, 50 Euro, genauso wie das Like ist, das ist gar nicht so viel teurer. Ja, und schaut euch das mal an. So, es passt hier, dadurch, dass der Schaumstoff eben mehr nachgibt, trotzdem gut rein. So, das passt rein. Und dadurch, dass das eben so auf Druck ist, sind die Laschen natürlich auch schön fest. Ja, wenn wir das jetzt aufmachen, zack, zack, dann geht es. Ja, aber die Tatsache, dass das hier eben an den Seiten anstößt, ist nicht optimal. Ja, und vor allem ist das Gesamtcase ja eben größer als das Like ist. Und das ist für mich eben das No-Go. Ja, und dass wir eben hier den Kompromiss machen, dass wir mehr Platz in unseren Transportmöglichkeiten wegnehmen. So, ja, die gibt es von ganz vielen verschiedenen Marken, eben exakt derselbe Koffer, sieht auch fast überall gleich aus, vielleicht hier ein paar kleine Änderungen, aber dieser Koffer, ja, ist Velka 7 kompatibel, nicht optimal, nicht optimal. So, jetzt zu dem Likes, der ist optimal, ja, und wie machen wir das Ganze hier mit diesem Raster-Schaumstoff? So schaut das aus und wie bereits gesagt, ich werde jetzt anfangen, einfach hier von oben ja, so, hat jetzt soweit wunderbar geklappt. Ja, die Dinger könnt ihr dann entsprechend irgendwo aufbewahren. So, und jetzt haben wir hier diese zwei Rahmen. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben hier unten etwas mehr Polsterung, entsprechend oben etwas weniger, aber an den Rändern auf jeden Fall ein bisschen. Ja, und das wäre bei dem anderen Case nicht möglich gewesen. So, jetzt bin ich sehr gespannt, wie das Ergebnis hier mit dem Velka ist. Wie bereits gesagt, wir haben hier die Seite, wo die Anschlüsse sind, wo auch entsprechend die WLAN-Antenne rausgucken wird. Leute, einen besseren Fit könnte es nicht geben. Ja, Leute, das Ding sitzt hier so krass im Case. Leute, ist das nicht geil? Wir haben oben, unten an den Seiten Schaumstoff. Ja. Und können das Ganze jetzt, denke ich, soweit ohne weiteres schließen. Ja, Leute, schaut euch das an. So, Freunde, und damit haben wir hier das Velka 7 ja, in einem schönen transportierbaren Koffer. Ja, richtig gut, da wackelt nichts, dadurch, dass das Ding wirklich komplett mit Schaumstoff umschlossen ist. Zack, zack. Ja, das ist wunderbar. Leute, schaut euch das an. Es ist wirklich wie für das Ganze gemacht. Also das Ding ist approved, ja. Wenn ihr ein Pelican Case sucht für das Velka 7, dann ist es das Likos. Auf jeden Fall heißt das Ganze HC3310, also 3310. Bekommt von mir auf jeden Fall eine direkte Kaufempfehlung, einfach weil das Ganze so gut passt. Ja, das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass das Ganze hier perfekt reinpasst. Ja, aber in meinen Rucksack, na, da wird es knapp. Ja, ich kann den zwar komplett so aufmachen, dennoch, ja, wenn wir jetzt hier das Ganze hier reinpacken, ja, es würde passen. Das Problem, ja, ist, dass der Koffer eben ein bisschen stark aufträgt. Kommt natürlich auch auf das Backpack an. Hier mein Rucksack ist für 17 Zoll Notebooks auf jeden Fall von der Höhe so das Maximum, denke ich, was man als Rucksack haben kann. Aber der füllt eben den Rucksack komplett aus. Ja, ist entsprechend nicht optimal für den Rucksacktransport. Ja, ich habe hier nämlich zwei Taschen und zwar einmal von einem Hersteller, den man eigentlich kennen sollte, wenn man mal auf Amazon unterwegs war. Ist Newwear, soweit einer der meistvertretenen China-Brands, auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig. Ja, die Tasche hier kostet etwa 40 bis 50 Euro
und ist eine sogenannte Kameratasche. Jetzt habe ich mich aber auf Amazon eben ein bisschen gründlicher umgesehen und habe festgestellt, hey, genau dieselbe Tasche, ja, gibt es hier von einem Zweitanbieter. Ja, die sind von der Größe, von der Bauform, von dem Material exakt gleich. Lediglich, ja, hier auf dem einen steht Newwear, auf dem anderen steht Giraffe. Tatsächlich stand, als ich das Ding bestellt habe, ein anderer Name drauf. Und die, ja, verwenden offensichtlich einfach denselben Produzenten wie hier das Newwear. Und da war ich eben stutzig. Erstens, ja, kommt dasselbe Produkt an wie das teurere Newwear, denn das hier kostet 39 Euro. Denn die kommen mit exakt denselben Karabinern, dem exakt selben Außenmaterial. Das Ganze behält, wie bereits gesagt, die Form, ja, hat hier lediglich ein anderes Logo. Ja, beide entsprechend hier mit diesen Tragetaschen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ja, wir haben hier bei dem Giraffe solche dicken Metallpreisverschlüsse und bei dem Newwear, ja, haben wir hier solche etwas billigeren, auch Metall, aber definitiv etwas billigeren. Hier so von der Aufmachung, ja, könnte man zwar das Ganze verbinden und mit einem Schloss zumachen, aber ja, bei denen hier muss ich sagen, die sind halt ein bisschen massiver, haben hier einen etwas größeren Durchlass, können sich aber auch ohne weiteres verbinden lassen. Ja, da sieht das Ganze ein bisschen wertiger aus, bei dem billigeren. Ja, 10 Euro günstiger, dennoch ja, die hochwertigeren Verschlüsse schauen wir uns mal an, wenn wir das Ganze aufmachen. Es ist exakt dasselbe Ding. Leute, das ist wirklich exakt identisch, denn wir können das Ganze hier auch easygoing einfach rausnehmen. Es ist wirklich exakt identisch. Ja, die sind exakt identisch vom Aufbau her. Von daher an der Stelle, ja, ich werde beide verlinken. Und wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt und nicht das Newer haben wollt, in beiden lässt sich das Velka 7 transportieren. Schauen wir mal, wie gut sich das da drin transportieren lässt. Zack. Reinpassen tut es. Es passt wirklich wieder bis zum Anschlag rein. Können wir das Ganze hier schließen. Und das ist auch wirklich gut gepolstert, behält halt die Form von sich aus schon sehr gut, ja, und hat halt hier auch einen Trageriemen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich, ja, auf jeden Fall eine gute Lösung. Wir haben hier eben diesen Neopren-ähnlichen Stoff, ja, noch ein bisschen slimmer. Dennoch ist jetzt hier so meine Frage, schauen wir mal, ob die Tragetasche in meinen Rucksack reinpasst. Ja, denn das ist für mich eigentlich so, ja, ein Alltagszustand für meinen PC. Ja, wenn sich das jetzt hier schließen lässt. So. There we go. So, Freunde. Ja, und damit trägt das Ganze nicht irgendwie hier krass auf oder so. Gut gepolstert. Ja, schaut euch das nochmal an, falls es für euch wirklich ein Entscheidungs- oder Kaufgrund ist. Die Tasche, ja, die ist ziemlich maßgenau. Ja, das ist nice und mit 39 Euro auf jeden Fall ein Zehner günstiger als die Newwear. Ist euch überlassen. Ich habe beide verlinkt, genauso wie die Likes. Nur muss ich ganz klar sagen, ja, ganz ehrlich, mit so einem Koffer in der Bahn sitzen, ja, oder im Zug ist halt so ein bisschen sketchy, sag ich mal, ne? So, und auch am Flughafen. So, und wenn ich das Ding, ja, wenn ich die Entscheidung habe, packe ich das Teil in meinen Koffer und das ist dann halt der nächste Punkt. Auch im Koffer ist das Ding hier richtig gut gepolstert. Ja, ich entscheide mich jetzt hier definitiv für die Tasche und nicht den Koffer. Ja, bam. Zack und auf geht's. Ja, ich hoffe, mein Käuferguide hier mit den Taschen und den Koffern zu dem Velka 7
hat soweit dem einen oder anderen weitergeholfen. Ich danke euch fürs Einschalten, ja, zu dem Velka 7, ja, zu dem Gehäuse hier. Ja, also diesem Setup hier wird es dann auf jeden Fall die Tage relativ viel Content geben, weil, wie bereits gesagt, das ist mein eigener Rechner, in dem ich meine Hardware unterbringen werde, mit dem ich dieses Jahr zocken werde. So, bis dahin, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV. Bis dahin, Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.